Die besten Stürmer in EAFC werden sein Kolo Muani, Osimhen, Rashford, Haaland und Mbappé. Und zwei von diesen fünf Stürmern werden wir heute in unsere Starterteams einbauen. Heute habe ich für euch ein 150k-Team, ein 350k-Team und ein 500k-Team. Ja, ich weiß, 350 und 500k-Team wird schwer für den Anfang, aber nach ein, zwei Wochen auf jeden Fall möglich. Ihr habt ja im gestrigen Video schon gesehen, wie ihr gut Münzen machen könnt. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht viel rum und beginnen direkt mit dem 150k-Team. Vorab haben aber viele gefragt, wo ich denn diese Teams baue. Ihr seht oben den Namen Easy SBC und dann macht ihr einfach einen Punkt IO und dann kommt ihr zu dieser Website. Dann müsst ihr einfach nur noch hier oben auf AI Squad Builder klicken und dann erscheint diese Ansicht. Wir beginnen im Tor mit Edouard Mondi. Torhüter-Position ist eh etwas nebensächlich. Der Mann bringt uns aber gute Chemie für andere Spieler. Unter anderem für Ibanez, der vermutlich so seine 10-15k kosten wird. Und nebendran steht der erste richtig krasse Brecher mit Upamecano. Der Mann hatte ja eine ähnliche Karte in diesem Jahr. Die war am Anfang extinct bei 40k. Dieses Jahr schätze ich den Mann so auf seine 50k wegen seinem kleinen Upgrade. Und damit der Mann ein wenig Chemie bekommt, haben wir auf der linken Verteidigerposition David Raum stehen. Die Außenverteidigerposition ist immer so eine Sache, wo es schwer ist, gute Spieler für wenig Coins zu finden. Und Raum hat ein 78er Rating, wird oft gezogen, wird nicht viel kosten, hat super Tempo, sehr, sehr starke Karte für den Anfang. Auf der Rechtsverteidigerposition steht Boyer, Bö, wie auch immer. Der war schon im letzten Video im 100k-Team dabei und nicht ohne Grund. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Rechtsverteidiger, die wenig Coins kosten und gut spielbar sind. Und da der Mann Franzose ist, passt er eigentlich in sehr, sehr viele Teams rein. Weiter geht's mit Konrad Leimer, 83er-Karte. Schaut euch die Werte an, die sehen wirklich brutal aus. Ihr seht, 85 ist nicht richtig, 84 Pace ist auch nicht richtig. Ihr seht da ja die Plus 4, das heißt einfach, dass er durch die Chemie schon Boost bekommen hat, aber auf der Karte 80 Tempo, 81 Def. Trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und nebendran genauso ein Brecher, Franck Yannick Kessier. Ich bin immer noch sauer, dass er bei Barca so gedisrespected wurde. Aber für FIFA ist er auf jeden Fall brutal. Und der Mann steht auch nicht einfach so ohne Grund im Team. Denn wir brauchen für unseren Starspieler Saint-Maximin Chemie. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, super Tempo. Der Mann war zu Beginn von diesem FIFA mit sehr, sehr ähnlichen Stats bei 40k, allerdings auch in der Premier League. Ihr wisst, Premier League Spieler sind immer teuer. Deswegen schätze ich den dieses Mal etwas günstiger ein, so auf 30k. Auf dem rechten Mittelfeld, ich wusste gar nicht, dass er so viele Nebenpositionen hat, steht Adeyemi. Der Mann kann links Mittelfeld, rechts Mittelfeld und Stürmer spielen. Der kann einfach alles. Den schätze ich übrigens so ähnlich wie Saint-Maximin ein, auch so auf 20, 30k. Das ist so eine Karte, die wird nicht lang gespielt. Maximal 1, 2, 3 Wochen. Gleiches gilt für unsere Mittelstürmer, deswegen haben wir hier auch unseren rechten Verteidiger. Wir haben zweimal 5 Sterne Skills im Team, sehr, sehr viel Tempo und zwei echt gute Sechser aktuell. Und vervollständigt wird das Team von Timo Abi. Super Tempo, kann schießen, hat eine ordentliche Größe. Ein sehr, sehr kompaktes Team in meinen Augen, ohne richtige Schwachstelle. Preiseinschätzung ungefähr 150.000 Münzen und damit kann man ohne schlechtes Gewissen in die ersten Rival Games gehen. Solltet ihr dann wirklich Gas gegeben haben in der Web-App beim Traden, direkt am 22. eure FIFA-Points verzogen haben, dann solltet ihr eigentlich genug Coins für das nächste Team haben. Unser nächstes Team hat es wirklich in sich. Wir beginnen direkt mit einem sehr, sehr starken Torhüter und zwar Maignan. Davor haben wir den Perfect Link mit Kalulu und einmal Konate. Solide IVs sind beide sehr günstig, heißt wir haben mehr Coins für den Sturm. Linksverteidigerin, die einzige Frau in diesem Team und die muss da stehen, die ist viel zu OP, um die nicht dahin zu stellen. Karchaoui, Französin, PSG, 89 Pace, 82 passen, 87 Dribbling. Bis auf Physis kann die alles. Und ich gebe euch mal jetzt einen richtig, richtig guten Call. Viele sagen ja, ich werde keine Frauen spielen, Man to Glory. Ich gebe euch einen Tag, dann spielt ihr alle Tanten im Team, weil die viel zu OP sein werden. Dadurch, dass aber so, so viele Leute diese Frauen gar nicht erst spielen wollen, werden die sehr günstig sein. Und sobald dann jeder checkt, scheiße, die sind OP, ich komme nicht drum herum, dann wird der Preis steil gehen. Deswegen kann so eine Tante, die eine der besten Linksverteidigerinnen im Spiel vermutlich sein wird, sehr, sehr günstig sein für 10, 20k. Auf der Rechtsverteidigerposition steht dann meiner Meinung nach die einzige Schwachstelle mit Reece James. Er ist ein super Kicker, er kann die Flanken schlagen, er kann verteidigen, er kann aber nicht so gut laufen mit 80 Tempo. Rechter Flügel, Brett Diaby. 95 Pace, 96 Dribbling. Dazu Franzose aus der Premier League, was wollt ihr mehr? Bei der Preiseinschätzung würde ich mich an den Belay orientieren, ist auch Rechtsmittelfeld, Franzose aus einer Top-Liga. Hat dieses Jahr so 90.000 Münzen gekostet, hat aber auch 5,5. Diaby hat nur 4,3, deswegen gehen wir so mit 70k. Nebendran steht Rabiot. Das wird, glaube ich, einer der besten Mittelfeldspieler im Spiel sein, so vor allem für die ersten
ersten ein, zwei Monate. Der Mann hat ja einfach fast alles über 80. Preiseinschätzung mindestens 40-50k mit den heftigen Werten und der Nation. Nebendran steht dann eine etwas günstigere Karte, die aber auch echt gute Werte hat mit Caicedo. Super Box-to-Box-Spieler, 74 Pace, 77 Dribbling, 77 Def, 74 Füße, kann alles. Linkes Mittelfeld, Luis Diaz. Hat, glaube ich, 1:1 dieselbe Karte wie im letzten Jahr bekommen. Hat damals 40k gekostet. Wird vermutlich auch dieses Jahr 40k kosten. Im Sturm haben wir dann Nunez, der letztes Jahr auf Longfi echt OP war. Mal schauen, was die Meta dieses Jahr sein wird. Und nebendran Star des Teams, Randal Kolo Muani. 91 Pace, 78 Schuss, 86 Dribbling, 4-4, 1,87 groß. Ich sag's euch, der wird ein Problem. Der wird doch sehr teuer. Preislich würde ich den mit diesem Dembélé vergleichen, der 90k gekostet hat. Ich denke, so viel wird Kolo Muani auch ungefähr kosten. Damit steht unser 350k Team. Glaubt mir, vor allem die Linksverteidigerin, die ist es. Einen Lachs habe ich noch für euch, und zwar ein 500k Team, was ihr locker nach ein, zwei Wochen schon haben solltet. Mit vermutlich dem drittbesten Stürmer im ganzen Spiel. Wenn ihr euch den also früh kauft, werdet ihr sehr, sehr viele Coins auch noch plus machen. Ramsdale im Tor, solider Keeper. Der ein oder andere weiß vielleicht jetzt schon, auf welchen Innenverteidiger ich hinaus will. Und zwar auf Saliba, der einfach der neue Varane ist. Brutale Werte mit 82 Pace, 84 Step, 82 Physis, 1,93 Körpergröße. Und weil es noch nicht OP genug ist, nebendran Raphael Varane. Und jetzt soll mir noch einer sagen, gegen diese zwei Innenverteidiger kann man irgendwie ein Tor schießen. Costa Quanta, ich denke, Varane und Saliba werden ungefähr gleich viel kosten. Varane hat eine ähnliche Karte wie im letzten Jahr, deswegen können wir uns an diesem Preis orientieren. War bei 60.000 Münzen ein paar Tage nach Release. Prediction für dieses Jahr 60-70k Varane, 50-60k Saliba. Außenverteidiger, ich bleibe bei meiner Theorie. Pickett, noch nie von der gehört. Ihr werdet aber noch von der hören, weil die hat echt gute Werte für eine Außenverteidigerin. Und auf der rechten Verteidigerposition O'Hara. Bisschen schwächer als Pickett, aber mit 84 Pace immer noch solide. Wieso habe ich die zwei genommen? Wäre ich da jetzt irgendwie mit Kyle Walker gegangen, wäre nochmal ein 100er für einen Außenverteidiger draufgegangen, und bei einem 500k Team mit einem richtig krassen Stürmer ist es einfach nicht drin. Dreiergespann im Mittelfeld. Guimarães, Nunez und Dunn. Dunn mit 87 Pace im Mittelfeld. Viel Spaß. Nunez, super, super Allrounder-Werte für dieses Rating. Und schaut euch die Def-Werte von Guimarães an. Sehr schöner Sechser. Jetzt kommt der Sturm und der wird sehr geil sein. Rotmann, Rechtsflügel. 94 Pace. Erstmal sacken lassen. 81 Schuss. 4-4. 83 Physis, woher auch immer. Ich verstehe dich, wie ihr immer noch sagen könnt, ich werde keine Frauen spielen. Es ist ein Cap. Auf der anderen Seite hat ein geiles Upgrade bekommen Gabriel Martinelli. Vergleich mal die Werte von den Flügelspielern. Rotmann hat so, so viel bessere Werte. Und Martinelli wird vermutlich 3- oder 4-mal so teuer sein. Martinelli schätze ich übrigens so auf 30k ein. Selber Preis wie vermutlich bei Luis Diaz. Und Rotmann so 10-15k. Und damit haben wir noch sehr, sehr viele Coins übrig für unseren Stürmer. Und das wird, wie gesagt, einer der besten Stürmer im Spiel sein. Nach Mbappé, nach Haaland kommt Rashford. 90 Pace, 86 Schuss. Versteht ihr das, Freunde? 86 Schuss, 84 Dribbling. 5 Sterne Skills. Damit ihr das mal realisiert, in FIFA 23 hatten wir Mbappé, der krank OP war. Danach kam Haaland und danach Ronaldo. Und ich sage euch, wie es ist, Rashford hat bessere Werte als dieser Ronaldo. Zu Beginn hat Ronaldo so ungefähr 400k gekostet. Es ist aber auch Ronaldo. Es ist der Name, für den man zahlt. Ich würde Rashford ähnlich einschätzen, ohne den Namensboost. 300k ungefähr zu Release, und er wird vermutlich zur ersten Weekend League nochmal dick, dick ansteigen. Wenn ihr den also früh kaufen könnt, Jackpot. Und damit steht auch unser 500k Team. Ich persönlich würde genau dieses Team bauen. Varane, Saliba, Rashford. Das sind 3 Meta-Karten. Die werden sehr, sehr lange auf ihrem Preis bleiben. Und die Position drumherum könnt ihr mit der Zeit immer weiter verbessern. Freunde, im nächsten Video gebe ich euch die Chance, all eure Fragen zu EAFC beantwortet zu bekommen. Falls ihr also irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um das Video morgen nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder.